Das ist die PlayStation 4 Pro, ein neues PlayStation 4 Modell, das am 7. September in New York von Sony enthüllt wurde. Das Gerät erscheint bereits am 10. November 2016 für 399 Euro. Aber jetzt ist die große Frage, warum gibt es eigentlich ein neues Modell? Die PS4 Pro ist auch als PS4 Neo bekannt, das ist nämlich der frühere Codename und da gab es ja eigentlich schon monatelang Gerüchte darum, was wird es können, wie viel wird es kosten, wie wird es aussehen. Jetzt haben wir endlich alle Fakten auf dem Tisch. Warum gibt es nun ein neues Modell? Naja, Sony braucht eigentlich einfach was Konkurrenzfähiges, das auch einen 4K-Fernseher bedienen kann. Sprich, Ultra-HD-Auflösung bedienen kann, also doppelte Auflösung von 1080p. Dazu braucht es einfach ein neues Modell der PS4, weil die bisherige PS4 kann einfach 4K-Auflösungen nicht stemmen. Das ist unmöglich. Und deshalb gibt es eine neue Hardware. Die PS4 Pro verfügt über einen Hauptprozessor mit 8 Kernen, das ist nichts Neues. Der wurde allerdings hochgetaktet mit unbekanntem Wert. Außerdem gibt es einen neuen Grafikprozessor bzw. einen doppelt so schnellen Grafikprozessor wie in der Standard PS4, der 4,2 Teraflops erreicht. Am Hauptspeicher hat sich nichts geändert, der ist weiterhin ein 8 GB GDDR5 Speicher. Kurzum, das gibt einfach mehr Power für Spiele. Und das Problem ist jetzt sind natürlich die Entwickler gefragt, daraus auch etwas zu machen. Gezeigt wurde unter anderem Horizon Zero Dawn, das nächstes Jahr erscheinen soll und natürlich auf der PS4 Pro noch viel besser aussieht, zumindest ein Stück weit besser. Das heißt, ihr erkennt mehr Details auf die Distanz. In der 4K-Auflösung soll das Ganze auch noch viel, viel schicker aussehen. Denn gleichermaßen seht ihr mehr Details auf die Distanz, aber auch genauso direkt am Boden, weil das Spiel einfach mehr Details generieren kann und auch eine bessere Kantenglättung. Nicht zuletzt eignet sich die PS4 Pro natürlich noch besser für Virtual Reality Spiele, die natürlich zum einen mehr Bilder pro Sekunde liefern können und natürlich auch mehr Details. Wichtig ist Sony auch dabei, dass das Teil HDR unterstützt. Das bedeutet, dass kompatible Fernseher ein HDR-Bild ausgeben können. Und das wiederum bedeutet einen höheren Kontrastumfang am Fernseher bei der Darstellung. Dunkle Bereiche werden viel kontrastreicher dargestellt, genauso wie helle Bereiche. Während es früher vielleicht nur einen weißen oder einen schwarzen Bereich dort gegeben hat, sieht man jetzt viel mehr Details und grundsätzlich ist das Bild einfach kontrastreicher und wirkt auch plastischer. Die HDR-Funktion wird es übrigens für jedes PlayStation 4 Modell geben und zwar mit der Firmware 4.0, die noch einen unbekannten Termin hat, aber bald erscheinen wird. Und trotzdem, Sony verspricht, dass die PS4 Pro komplett kompatibel zur PS4 ist und umgekehrt. Das bedeutet, jedes Spiel soll es für die PS4 genauso wie für die PS4 Pro geben. Jedes Spiel ist identisch, egal ob PS4 oder PS4 Pro, egal ob es auf Disc kommt oder als Download, beides ist identisch. Es unterscheidet sich dann eben nur grafisch und es liegt natürlich an den Entwicklern, dass die natürlich ein Update für die PS4 Pro machen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für vorhandene Spiele, die quasi jetzt endlich ein bisschen mehr Grafik zeigen können, beziehungsweise mehr Grafikdetails. Bisher wurden zumindest schon einige Titel angekündigt für die PS4 Pro und darunter eben Horizon Zero Dawn, wie erwähnt. Auch Battlefield 1 wird das Ganze unterstützen, ebenso wie Call of Duty Infinite Warfare, genau zum Start sogar. Und angekündigt wurde außerdem noch Mass Effect Andromeda. Schauen wir uns mal das Gerät genauer an. Die PS4 Pro ist ein Stück weit größer als die normale PS4, die bisherige, und besitzt so ein relativ eigenartiges Sandwich-Design. Allerdings denke ich, dass es sich dabei um eine verbesserte Kühlung handelt, denn das Ganze ist natürlich hochgetaktet innen drin und es muss entsprechend besser gekühlt werden. Das heißt, es müssen auch bessere Lüfter dran da sein und ein besseres Lüfterkonzept. Verbaut ist übrigens eine 1 TB Festplatte im Inneren und außerdem ein Blu-ray-Laufwerk. Leider kein Ultra-HD-Laufwerk, so wäre es eigentlich ratsam gewesen, weil die Xbox macht das ja auch schon vor mit ihren neuen Modellen. Allerdings hier leider nicht, das heißt, ihr könnt keine 4K Blu-rays damit anschauen, was sehr, sehr schade ist. Auf der Vorderseite der PS4 Pro findet sich natürlich das Laufwerk, der Einschalter, der Auswurfknopf, zwei USB-Ports und natürlich die altgewohnte Lichtleiste. Auf der Rückseite dagegen findet sich ein LAN-Kabelanschluss, ein USB 3.0-Port, ein weiterer, ein AUX-Ausgang für die PlayStation 4-Kamera oder PlayStation VR, ein HDMI-Anschluss, ein optischer Audioausgang sowie der Stromanschluss. Was man bisher nicht sehen konnte, ist auf der Unterseite der Festplattenschacht, der standardmäßig eine 1 TB Festplatte beherbergt, aber ihr könnt diese Festplatte natürlich auch austauschen. Das ist also die PlayStation 4 Pro. Grundsätzlich ein sehr, sehr schickes Gerät, macht alles Sinn, was verbaut wurde und geupgradet wurde. Allerdings, es ist sehr, sehr verwirrend für neue Kunden. Denn was sollen sie kaufen? PlayStation 4, PlayStation 4 Pro? Kein Mensch weiß es so wirklich. Grundsätzlich sagt Sony auch,
Die PlayStation 4 Pro ist eigentlich für den High-End-Nutzer bzw. den Hardcore-Spieler, der das Neueste vom Neuesten haben will. Für alle anderen und vor allen Dingen für Leute, die keinen 4K-Fernseher haben, da reicht auch das normale PlayStation 4 Modell, das übrigens auch ersetzt wird durch die PS4 Slim. Die PS4 Slim gibt es dann für 299 € und die ist quasi mehr oder weniger von der Power her baugleich wie das bisherige PS4 Modell. Mit dabei ist übrigens der DualShock 4 Controller mit einer Lichtleiste am Touchpad oben. Und das ist ein neues Feature, das eben bei der Slim dabei ist und auch bei der PS4 Pro. Das war's von der PlayStation 4 und den neuen Modellen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne abonnieren und man sieht sich dann gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!